Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 26. September. Mein Name ist Ronald Gerth, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Sehen wir uns den DAX mal auf Tagesbasis an. Dass der deutsche Leitindex derart statisch auf der Stelle stehen bleibt, obwohl man als Reaktion auf die Bundestagswahl ja eigentlich mit starken Aktivitäten kurzfristiger Trader hätte rechnen können, das überrascht schon. Sucht man nach einer glaubwürdigen Ursache dafür, dürfte man indes mit dem Wahlergebnis nicht weit kommen. Denn auch wenn es nicht allzu weit von den letzten Umfragen entfernt lag, bedeutet es doch jetzt eine völlig offene Konstellation. Denn sollte die SPD bei ihrem Nein zu einer großen Koalition bleiben, was momentan ja zu vermuten wäre, dann bliebe ja nur die Jamaika-Variante aus CDU, CSU, FDP und den Grünen. Eine Verbindung, die nicht einfach sein würde. Dass man diese Verbindung als Chance und nicht als Problem verstehen möge, das war am Montag von einigen Seiten zu hören, aber seitens des DAX kam es ja zu weder noch. Und das deutet an, dass der scheinbare Stillstand eher darauf basierte, dass sich weder Bullen noch Bären trauten, einen ernsthaften Angriff zu wagen, aus der Angst heraus, dabei dann von der Gegenseite nicht nur ausgebremst, sondern gar überrannt zu werden. Hätte man es gewagt, wäre es zwar eher wahrscheinlich gewesen, dass die kurzfristigen Akteure genauso wie die computergesteuerten Handelsprogramme dem ersten kräftigen Impuls gefolgt wären und ihn damit intensiviert hätten. Aber so ist diese Chance halt erst einmal vertan. Heute ist das Wahlergebnis als Argument für einen Kursschub schon in die zweite Reihe getreten, denn bis sich eine Regierung gebildet hat, wird es Wochen, womöglich Monate dauern und bis absehbar wäre, ob Schwarz-Gelb-Grün funktioniert, noch deutlich länger. Damit treten die bisherigen Themen wieder in den Vordergrund und sorgen dafür, dass das einerseits andererseits dieser wechselnde Blick auf Euro-Dollar auf der einen und die Wall Street auf der anderen Seite weitergeht. Und da tut sich nun in der Tat eine Schere auf, denn der Euro reagierte zum US-Dollar leicht negativ auf die Wahl. Gut, aber das ist ja für die zuletzt durch die Euro-Hosse bzw. den US-Dollar-Abstieg gebremsten Exporttitel positiv. Und so gesehen stützte das den DAX. Weniger positiv ist indes die Konsequenz dessen an der Wall Street. Da drückte zum einen der anziehende US-Dollar, aber zum anderen auch der Eindruck, dass sich der US-Präsident mit Bezug auf Nordkorea womöglich jetzt doch auf zu dünnes Eis begeben hat und da eine Eskalation der Situation womöglich eben nicht mehr zu vermeiden wäre. Man sitzt, was den DAX angeht, also wieder mal zwischen zwei Stühlen. Aber einen Tick weiter auf dem Bärenstuhl ist der DAX am Montagabend dennoch gelandet, denn dass er wieder einmal einigermaßen deutlich unter dem Tageshoch schloss, ebenso wie eben am Freitag, und die nächstgelegene Charthürde bei 12.678 Punkten damit nicht wirklich angegangen wurde, ist natürlich nicht gerade optimal. Und wenn wir wechseln auf den 15-Minuten-Chart des DAX, wenn man betrachtet, dass sich damit erstens der Versuch, sich aus der vorherigen Seitwärtsspanne nach oben abzusetzen, wieder mal nicht gelungen ist und es so aussieht, als würde sich hier ein ultrakurzfristiges kleines Top bilden, dann muss man schon sagen, dass das bullische Lager jetzt in der Tat in Zugzwang geraten ist. Wenn, dann sollte die bullische Seite heute sofort den nächsten Versuch starten, den deutschen Leitindex wieder in Fahrt zu bringen und tunlichst erfolgreich sein. Da der Dienstag statistisch gesehen der volatilste Tag der Woche ist, auch wenn es natürlich Ausnahmen gibt, kann es heute allemal bereits zu einer Vorentscheidung in Bezug auf die Richtung der nächsten Wochen kommen. Mitreden tun da neben der politischen Bühne aber wie gesagt zum einen Euro-Dollar, zum anderen die US-Aktienindizes. Es bleibt bei dieser minimalen Veränderung des DAX kein Wunder, per heute früh unsererseits vorerst dabei, dass kleine Long-Trades durchaus haltenswert wären und das Stop-Loss Long weiterhin bei 12.450 Punkten sinnvoll platziert bliebe. Tja, jetzt warten wir mal ab, wie sich die Situation entwickelt. Der Dienstag, wie gesagt, der heutige Handelstag, kann da den Ausbruch aus dieser Mini-Handelsspanne des DAX bewirken. Die Richtung ist abhängig einerseits von Euro-Dollar, andererseits von Dow Jones und Nasdaq, die ja gestern besonders unter Druck stand, auch und zuletzt nicht nur wegen Apple, und natürlich von der Nachrichtenlage, auf die alle Märkte dann entsprechend reagieren.
Interessant auch, dass der Goldpreis immerhin 1% zulegte. Auch das dürfte den einen oder anderen nicht entgangen sein und ein wenig nervös machen. Aber ob sich das durchsetzt oder ob es mit einer gezielten Kaufwelle ausreicht, den DAX über 12.678 und damit erstmal wieder nach oben in Fahrt zu bringen, wir werden es morgen früh wissen. In der nächsten Ausgabe des Inge Markets Morning Call am morgigen Mittwochmorgen vor Handelsbeginn. Bis dahin erst einmal schönen Dienstag und machen Sie es gut.